Es ist an der Zeit, komm aus dir raus. Tritt endlich einen Schritt aus der Höhle hinaus. Spuck all die Wörter aus, die du ständig wieder kaust. Erwache jetzt, schreite voraus. Hallo zusammen. Willkommen zu einer kleinen weiteren Ausgabe von Unsere wahre Geschichte. Ja, und heute mal mit keinem so trockenen Thema wie bei den letzten. Ich hoffe, das hat die meisten nicht abgeschreckt so. Aber ich glaube, als Grundlage ist es einfach ganz wichtig, ein bisschen was über die Geologie und vor allem auch über Datierungsmethoden zu erfahren. Und ja, heute soll es einfach mal ein bisschen Freestyle zugehen. Heute geht es nämlich um Out-of-Place-Artefakte, Funde oder ja, geologische Strukturen zum Beispiel. Ja, zuallererst mal, was sind Out-of-Place-Artefakte? Ich denke, viele werden da schon von gehört haben, weil das eine oder andere wird einem im Leben, wenn man ein bisschen recherchiert im Internet, auf jeden Fall begegnen, weil wir auf der ganzen Welt Funde machen, die einfach so nicht ins gängige Geschichtsbild passen. Und das ist genau doch das, was Out-of-Place ja bedeutet. Out-of-Place heißt eigentlich, so frei übersetzt, fehl am Platz. Also man findet jetzt irgendwas und kann das einfach aufgrund seiner Datierung oder auch aufgrund seiner Eigenschaft überhaupt gar nicht in das gängige Weltbild einpassen. Und ich möchte mir einfach heute mit euch ein paar Sachen angucken und ja, einfach mal gucken, wie uns da die Gedanken weiterschweifen, wenn wir mal weiterspinnen, was es eigentlich bedeuten könnte. Es gibt natürlich zu den meisten Artefakten auch von der gängigen Wissenschaft irgendeine Erklärung, aber die sind, wie ich finde, langweilig und teilweise auch gefühlt versucht man irgendwie eine Erklärung zu passen mit dem alten Weltbild, die das irgendwie eindeckt, aber bei vielen Sachen funktioniert das einfach nicht, was umso spannender ist. Genau. Steigen wir einfach mal ein. Ich habe hier eine kleine Seite rausgesucht. Ancient Origins heißt die Homepage. Und hier geht es einfach um 17 Out-of-Place-Artefacts. Und ja, die sollen suggerieren, dass eine hochentwickelte, hochtechnisierte Zivilisation ja, bestanden hat. Aber so weit mag ich einfach mal gar nicht gehen, sondern einfach mal die Sachen angucken und ein bisschen gucken, ja, was uns das sagt. Das ist vielleicht vielen schon bekannt. Hat man in Bagdad gefunden, die Bagdad Battery. Das waren Vasen aus Lehm. Und ja, man nimmt an, dass es Batterien waren, weil mit einem, ich weiß gar nicht, was es ist, einem Eisenstab und einer Asphaltabdeckung sehe ich hier gerade. Also hat man irgendwie, ich weiß nicht, ist es Elektrolyse oder sowas, da kenne ich mich zu wenig aus. Auf jeden Fall hat man festgestellt, hat man die nachgebaut und festgestellt, dass die über 1 Volt Elektrizität abgeben. Und ich kann mir vorstellen, wenn man die Dinge in Reihe schaltet oder parallel, dass man da schon theoretisch was mit betreiben könnte. Schade ist, dass man da zu weit nichts gefunden hat. Also ich glaube, Kabel oder so hat man keine gefunden, aber ja, da kann man einfach ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Also es wird ja schon mehrfach angenommen, dass früher schon Elektrizität existiert hat. Gibt es einige Hinweise darauf und für mich auch nicht unvorstellbar, weil ja, es ist ein natürliches Phänomen und ja, dass die Leute irgendwann draufkommen, vor allem wenn sie Metallurgie beherrscht haben, dass da auch was machbar ist, kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, hier stehen die irgendwo in? Weiß gar nicht, wo die jetzt stehen. Auf jeden Fall hier einer von den Archäologen oder von den Wissenschaftlern sagt, ja, okay, das kann man einfach so nicht einordnen. Und ja, es ist ein Rätsel, ein weiteres Rätsel der Menschheit, das man so nicht auflösen kann. Naja, ich denke, mancherlei hat da vielleicht schon eine Idee, was es damit auf sich hat. Das hier ist auch auf jeden Fall bekannter. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich Erich Däniken gelesen habe. Da war das auch schon so, ja, ein Zeichen dafür, dass die früher schon weiterentwickelt haben. Soll eine Glühbirne darstellen? Bin ich mir jetzt so nicht sicher. Ich könnte mir da auch andere Sachen vorstellen. Auf jeden Fall sieht es irgendwie komisch aus und ja, vielleicht ist tatsächlich was Technisches. Ne? Spannend. Ägypten allgemein spannend. Dann hier, Great Wall of Texas. Habe ich vorher bisher auch noch nicht gehört. Also anscheinend scheint es in Texas bei Ausgrabungen hier zu Funden von einer Mauer gekommen zu sein. Und die sollen laut den Wissenschaftlern da 200 bis 400.000 Jahre alt sein. Wie immer hier, kleine Erinnerung, nimm die Datierung nicht ernst. Ich denke, dass es wie auch hier, wie bei vielen anderen auch hier dazu gekommen ist, dass man einfach die Gesteinsschicht datiert hat und dann geguckt hat, okay, wie alt ist das? Oder man hat da eine Gesteinsprobe genommen und hat es datiert, aber ja, ihr wisst, ich bin da ziemlich skeptisch. Könnte auch sein, dass das Ding viel, viel jünger ist. Aber interessant, hey, ich meine, wie wird das erklärt? Das hier ist was super Spannendes. Da habe ich auch noch ein paar andere Seiten aufgemacht. Habe ich vorher auch noch nie gehört.
1,8 Milliarden Jahre alter Nuklearreaktor. Den hat man in den 70er Jahren in Gabun gefunden. Das ist in Afrika. Und ja, was das Ding so spannend macht und warum sich die Wissenschaftler das nicht erklären können, da haben sie in einer Felsformation, Moment, hier sieht man kleine Bilder. Hier ist es so ein bisschen. Naja, jetzt sieht man da kein gescheites Bild. Also, wenn ihr mal googelt, wie so ein schwarzer Fleck, also man hat da Proben genommen und es ist auf jeden Fall, da hat auf jeden Fall eine nukleare Reaktion stattgefunden. Es strahlt auch noch wenig und ja, also die Wissenschaftler lässt es ziemlich rätselhaft zurück, weil die Reaktionen, die für sowas irgendwie notwendig sind, können in der Natur nicht so stattfinden. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen reingelesen und bin da auch kein Experte. Anscheinend geht es um das radioaktive Isotop Uran, das, um so eine Reaktion zu starten, in der Natur eigentlich immer in viel zu geringer Prozentzahl vorkommt im Gestein. Und man braucht anscheinend auch Wasser bei der Reaktion, dass es so stattfindet. Und es ist da nicht vorhanden gewesen, beziehungsweise man kann sich das so nicht erklären. Es ist so der Erstfund, zumindest nach dem, was ich auf der Seite gelesen habe, die ist auch schon ein bisschen älter. Und ja, ich finde es halt krass. Also, wenn man sich das mal vorstellt, dass vor, gut, wie gesagt, die Datierung mit den Milliarden oder Millionen Jahren ist ja mal komplett egal, wann das gewesen ist. Auf jeden Fall ist es alt. Ob es jetzt 1000 Jahre waren oder Milliarden, ist egal. Und ja, vielleicht hatten die früher echt schon Nuklearreaktoren. Das ist schon krass. Ist mir so auch noch nicht begegnet. Bin noch ein paar Bilder, ja. Das Bild hier fand ich auch krass mit dem umgedrehten Kreuz. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das offiziell ist, oder hier habe ich schon ein paar Mal dazu gesehen. Irgendwie komisch. Naja, das ist auch noch zu dem Reaktor dazu. Mackern wir mal zu. Was haben wir hier noch? Ach ja, die Seekarten von Piri Reis sind wahrscheinlich auch schon den meisten Leuten, die sich eh mit den Themen beschäftigen, über den Weg gekommen. Vor allem die Flat Earther. Aber auch die Mudflotter nehmen das gern hin, als Hinweis darauf, dass die früher schon, also dass nicht erst Kolumbus Amerika entdeckt hat zum Beispiel, sondern dass also Seefahrt, globale Seefahrt oder weltweite Seefahrt schon viel früher stattgefunden hat. Genau, der Piri Reis von 1513 hat hier eine Karte. Das ist auch interessant, die alten Karten von ihm sind sehr genau und die neueren Karten werden immer ungenauer. Da nimmt man auch an, dass der irgendwie Zugang hatte zu altem Kartenmaterial und wer weiß, was dann damit passiert ist. Und später hat er dann irgendwie gewisse Sachen nicht mehr gewusst. Auf jeden Fall ist hier ein Kartenteil, wo zum Teil Brasilien drauf ist und auch die Antarktis unten. Und das ist doppelt interessant, weil laut gängiger Theorie die Antarktis ja eigentlich schon seit einer langen Zeit zugefroren ist. Und hier kann er den exakten Küstenverlauf sehen. Und wir kennen den exakten Küstenverlauf, glaube ich, nur durch, was weiß ich. Offiziell durch Satellitenbilder oder durch irgendwelche anderen Messmethoden, weil wir es einfach nicht sehen können, durch das Eisschild. Also sehr, sehr interessant. Deutet einfach auch, finde ich, darauf hin, dass die Menschen schon seit sehr, sehr langer Zeit Seefahrt betreiben, und zwar über die ganzen Weltmeere. Sehr interessant dazu ist auch der Dr. Dominik Görlitz, der hat auf Nuovi so ein paar Videos und der macht, glaube ich, auch einfach Experimente, das Experimentalarchäologe macht Experimente zu der Schifffahrt von Europa nach Amerika. Ich glaube auch nach Thor-Heyerdahl. Die haben da so ein Schiff nachgebaut und sind dann damit rübergegangen, einfach um zu gucken, ob das damals schon möglich war und haben da sehr, sehr interessante Ergebnisse bekommen. Ja, ach, und auf Nuovo, da gab es auch mal ein Video von einem, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, und da geht es auch darum, dass eigentlich die ganzen Sternbilder Projektionen sind von Seefahrtsrouten auf der Erde. Kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Ich denke, da wird man auf Nuovo sowas finden. Die haben da so eine Archäologie-Reihe. Die wird einem ziemlich schnell vorgeschlagen. Ach, vielleicht stelle ich es auch nachher in die Beschreibung unten rein. Auch super interessant. Und wie immer wieder ein Hinweis. Früher waren die Leute nicht so blöd und zurück. Genau wie sowas einfach auch eine Widerlegung ist zu dieser linearen Theorie. Das habe ich ja auch in dem Geologie-Video schon ein bisschen herausgearbeitet, dass auch mit diesen geologischen Theorien, dass sich alles, dieses Gleichmäßigkeitsprinzip und auch mit der Evolutionstheorie, also von simpel und einfach bis jetzt hat sich alles stetig und gleichmäßig entwickelt. Und sowas ist ein Hinweis dafür, dass es einfach nicht so ist. Wir waren früher schon mal weiter. Und auch in dem Geologie-Video habe ich ja öfters mal erwähnt, dass die geologischen Hinweise auf der Erde eigentlich auch darauf hindeuten,
dass viele geologische Strukturen viel, viel jünger sind. Ich bin gerade an einem Buch dabei vom Hans-Joachim Zimmer, da geht es um die Alpen und um Himalaya und dass das nicht ein uraltes Gebirge ist, sondern dass es viele Hinweise gibt, dass die Strukturen sich zu Lebzeiten von Menschen gehoben haben. Was eigentlich unvorstellbar ist. Ich meine, stell mir vor, du lebst da irgendwie im Raum Italien, Österreich, Schweiz und auf einmal wupp, hebt sie Dinge an. Er sagt, zur Zeit der Kelten soll das passiert sein. Und Hinweise darauf sind zum Beispiel, dass man halt versteinerte Meeresfossilien sehr hoch in den Alpen oder auch im Himalaya findet. Und ja, das ist auch die Frage, wie lange kann sowas an der baren Luft erhalten bleiben? Naja. Das hier kannte ich auch noch nicht und ich checkte auch nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Das soll ein 2000 Jahre alter Erdbebendetektor sein. Kein Plan, wie das Ding funktioniert. Vielleicht irgendwie mit Wasser oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich versuche mal ein bisschen größer zu machen. Also, da sind irgendwie Drachen dran, die mit irgendeinem Mechanismus hier befestigt sind. Und da ja, so Frösche drunter. Vielleicht fließt da dann Wasser raus oder so. Und ja, also hier steht dran, dass man bis jetzt noch nicht weiß, wie das eigentlich funktioniert. Nur anscheinend hat es damals, als der Typ hier das gebaut hat, der Zhang Heng, hat er anscheinend auch ein Erdbeben feststellen können, das damals niemand gespürt hat, das 300 Meilen weiter weg war. Cool und interessant. Also es ist eh irgendwie so ein Zeichen, wenn man sich mal ein bisschen mit beschäftigt, auch was die Kelten zum Beispiel hatten. Die hatten damals schon echt ziemlich viele weiter und hochentwickelte technische Geräte. Auch wenn man sich mal den Schmuck anguckt, das waren jetzt nicht irgendwelche groben Schmiede, die da was zusammengehaut haben, das waren echt feinste Arbeiten. Also die Leute waren damals meiner Meinung nach handwerklich echt viel begabter und auch viel weiter als wir heutzutage. Heute findet man vielleicht nur noch vereinzelte Spezialisten, die sowas können. Hier, was haben wir hier? Baigong Cave. In China hat man an einer Höhle Rohre gefunden, die 150.000 Jahre alt sein sollen. Auch hier vermute ich, dass man das anhand der Gesteinsschichten datiert hat. Kann sein, dass die Dinger viel jünger sind. Auf jeden Fall sind sie uralt aus und das Metall ist auch schon versteinert. Beziehungsweise, nee, versteinert nicht, aber sieht arg korrodiert aus. Und die Leitungen sollen auch ziemlich lang sein. Das steht jetzt nicht dabei, das habe ich in einem anderen Artikel mal gelesen. Ja, auch super interessant und ich glaube, solche Funde gibt es auch öfters. Ich meine auch, dass ich damals beim Däniken was darüber gelesen habe, dass man uralte Aquädukte gefunden hat. Ich glaube, auch in Asien, China, irgendwo da, die sich echt über Kilometer, Dutzende Kilometer, hunderte Kilometer hinziehen. Jo, wer hat das gebraucht damals zu der Zeit? Wer war da unterwegs? Und vor allem, wer konnte so viel Eisen verhütten und hat dann ewige Rohre gelegt, durch den Felsen durch. Crazy, crazy. Ja, hier, der Antikythera-Mechanismus. Ich glaube, das ist vielen auch als Ancient Computer, also altertümlicher Computer bekannt. Ich habe das öfters mal gehört und ja, war für mich jetzt nie so direkt interessant, weil ich mir sowas schon immer vorstellen könnte und es sah jetzt auch nie so hochkomplex aus. Hier drin steht jetzt aber, also zum einen war der anscheinend dafür gemacht, um astronomische Positionen zu kalkulieren hier, Sonne, Mond und Planeten. Und hier steht drin, dass da Mechanismen drin sind, die man, also die sind so, was heißt sophisticated? Gleich mal gucken. Also die sind so ausgefeilt, dass die in heutigen Uhren nicht mehr vorkommen oder mit heutigen Uhren vergleichbar sind. Und das ist schon wieder sehr interessant. Anspruchsvoll ausgeklügelt, das sieht man. War ich gar nicht so schlecht. Ja, super, super interessant. Ich meine, hey, was haben die damals schon für Mechanismen gehabt? Wäre wieder ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich von unserer Technik her keinen großen Fortschritt gemacht haben, wenn man jetzt vielleicht mal von den Computern absieht. Wobei, wer weiß, wenn die damals schon auch einen Nukleargenerator haben, dann waren die vielleicht genauso auf dem Level wie wir. Na, die Geschichte wiederholt sich, möglicherweise. Ich halte alles hier mal im Konjunktiv und im Viva Verde einfach um, ja, nicht in einen Extremismus zu verfallen. Was haben wir hier? Ja, die Sphären. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das gibt es überall auf der Welt. Die hat man an Küsten gefunden. Ich weiß noch, der Däniken hat damals auch davon geredet, dass es Zeichen für Außerirdische wäre. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist interessant, dass es sowas überall gibt, auch in allen möglichen Größen. Also ich habe auch schon so Dinge gesehen, die hatten 1, 2 Meter im Durchmesser. Und da ist auch die Frage, wer hat die Zeit, die Mittel und die Möglichkeiten, sowas herzustellen? Weil die meisten Fundorte werden immer mit so, ja, Jungsteinzeit in Verbindung gebracht oder Bronzezeitalter. Und das ist echt schwierig, vor allem granitähnliche Gesteine zu bearbeiten.
Also Kupfer ist da viel zu weich. Und wie zum Beispiel in Ägypten, da ist es ja auch immer diese Diskussion, die haben meistens Diorit bearbeitet. Die hatten Diorit als Werkzeug, so einfach so Kugeln, mit denen sie dann praktisch den Stein blank gehauen haben. Und die Ägyptologen sagen, ha ja, die haben halt sehr viel Zeit gehabt und sehr viel Mühe, waren viele Sklaven, da hat es schon geklappt. Aber hey, ich glaube auch, dass der Mensch sich von seinem Inneren nicht so großartig verändert hat die letzten 1000, 2000 Jahren. Und ich glaube, das wäre schon viel zu arg gewesen. Ich glaube, dass auch da die Pharaonen viel zu ungeduldig gewesen wären. Die hatten, wenn, dann entweder schon anderes Werkzeug oder haben das sowieso ganz anders gemacht. In Ägypten gibt es ja auch schon ewig oft erwähnt Hinweise auf Sägespuren und auf Bohrlöcher an den Megalithen. Genau. Hier auch was super Interessantes. Das habe ich auch schon mal gehört. Solche Funde von besonderen Metallen gibt es ja öfters. Und das ist besonders krass, weil das Ding, glaube ich, auch echt groß ist. Also das ist eine Eisen-Litfaßsäule. Was heißt ein Pillar? Doch Säule, einfach Säule, genau. Eine Eisensäule, also aus purem Eisen mit Gravuren. Und das Interessante ist, dass das ein besonderes Eisen ist. Und zwar hat es 99,72% Eisen, also ist verdammt rein. Und sowas kann man heutzutage entweder nicht oder nur unter schwersten Bedingungen herstellen. Also beim Zimmer habe ich das auch mal gelesen, dass heute einfach bedingt durch die Herstellungsverfahren, also durch die Verhüttung von Eisen, da Verschmutzungen drin sind von Kohlenstoff und auch von anderen Hilfsstoffen. Und deswegen ist sowas heutzutage gar nicht möglich herzustellen. Also auch wieder eigentlich ein Hinweis darauf, dass die damals hochentwickelte Schmiedeverfahren hatten. Oder einfach ein anderes Verständnis. Ich meine, vielleicht waren die wieder alchemistisch angehaucht und hatten Wissen über andere Stoffe, die man beimengt, um sowas herzustellen. Genau. So, hier auch was Ähnliches. Das Wikingerschwert von Ulfbert steht in Nürnberg an alle Deutschen da draußen, also kann man sich vielleicht auch mal angucken. Ist ähnlich wie jetzt bei dieser Litfaßsäule da oben. Das hat auch ein. Wie soll man sagen, was steht hier drin? Der Kohlenstoffanteil ist dreimal höher als bei anderen Schwertern seiner Zeit. Und es muss bei sehr hohen Temperaturen verhüttet worden sein. Und solche Funde gibt es öfters, da habe ich schon mehrfach davon gelesen, wo man eigentlich andere Ofentechnologien braucht und auch Holzkohle und sowas, also um diese Temperaturen zu erreichen, um sowas zu verhütten. Und das schreibt man den Leuten damals im Bronzezeitalter oder in der Jungsteinzeit einfach nicht zu. Gut, es ist keine Jungsteinzeit, es ist Mittelalter, frühes Mittelalter, Mitte Mittelalter. Und ja, selbst da wäre sowas nicht möglich gewesen. Hier ist es auch interessant, ein moderner Schmied, ein Meister hat es versucht nachzubauen und hat gemeint, das wäre das krasseste Ding, was er jemals gemacht hat. Und er konnte das nur herstellen, indem er Hilfsverfahren benutzt hat, die man eigentlich erst, also die damals offiziell noch nicht bekannt waren. Also hier hat man eigentlich schon belegt, dass es hier ein wirkliches, tatsächliches Out-of-Place-Artefakt ist, das man nicht einordnen kann. Cool, super interessant. Und jetzt hier einer meiner Lieblingsstücke, den finde ich so cool. Habe ich hier auch gleich mal rausgesucht. Schaltet mich nicht, es ist ein Wikipedia-Artikel. Habe ich noch aus ein paar anderen Gründen rausgesucht, weil hier wird auch gleich ja, ne, ein Narrativ irgendwie beigelegt. Also dieser Hammer wurde gefunden und zwar in einem Kieswerk, in einem. Ach, sogar nur während einem Spaziergang entdeckt. Auf jeden Fall ist dieser Hammerkopf und auch der Holzdinger umgeben von Granit oder von Kalkstein, genau. Wenn man jetzt das nach gängigen Datierungsmethoden datieren müsste, wäre der mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Jahre alt. Kann also laut gängiger Geschichte überhaupt gar nicht sein. Jetzt kann man mehrere Dinge machen. Entweder man sagt, okay, unsere Datierungsmethoden sind beschissen oder unsere Zeitvorstellung ist beschissen. Und dann kommt man der Sache schon irgendwie näher. Nach Zillmer, nach seinen Flut- und Schlammfluttheorien ist sowas sehr schnell möglich. Kann sein, dass sowas erst ja, 100 Jahre alt ist. Es gibt eine riesen Schlammflut und auf einmal gibt es durch Hitze und hohen Druck Zustände, die eine Versteinerung einfach sehr schnell vonstatten gehen lassen. Vor allem hier ist auch interessant, dass der Hammerstiel versteinert ist und noch da ist. Und wenn dieser Hammer jetzt einfach irgendwo rumgelegen wäre, ja Millionen lang und langsam verrottet, dann wäre der Stiel nicht mehr da. Da habe ich hier auch ein schönes Bild. Das habe ich im Internet gefunden. Da hat nämlich jemand einfach. Eieiei. Zeig es mir einfach irgendwie. Da hat nämlich jemand einfach einen Hammer gefunden. Eieiei, kann man das jetzt nicht vergrößern? Jesus Christ. Größe ändern. Hoffentlich
hoffentlich mache ich da jetzt nichts kaputt. Naja, ein bisschen sieht man es. Na, auf jeden Fall, das ist ein moderner Hammer und man sieht hier an der Oberfläche verrottet das Holz einfach und nur der Hammerkopf bleibt zurück. Also müssen bei dem Fund hier schon besondere Bedingungen geherrscht haben. Vor allem, dass auch ein Holz komplett kristallin wird, das ist schon besonders. Und auch hier ist es wieder sehr besonders, das Metall. Das ist ähnlich wie bei der Säule und bei, was hatten wir noch? Das Schwert, genau. Auch hier einen unglaublich hohen Eisengehalt. Das kann man heutzutage so nicht mehr herstellen. Es rostet auch nicht, weil es so rein ist. Und ja, wie gesagt, bei modernen Methoden wäre da immer irgendeine Verschmutzung noch mit dabei. Einfach herstellungsbedingt. Ja, echt also einer meiner Lieblings-Out-of-Place-Artefakte. Einfach weil es so besonders ist und ja, einfach krass. Hier wird natürlich wieder alles in Konjunktiv gesetzt. Oh, und man vermutet hier und dann wird hier auch jemand genannt, ein Kreationist, der das benutzt hat, um dann wird es schon wieder ins Lächerliche ein bisschen gezogen gefühlt. Und ja, es ist einfach typisch Wikipedia. Wikipedia ist wirklich so der Türsteher der gängigen Lehrmeinung. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn man einmal da irgendwie drüber hinweg ist, dann findet man es eigentlich lustig und macht sich auf die Suche, was sie sich jetzt wieder einfallen lassen, um irgendein Geschieß lächerlich zu machen oder in ihre Denke einzupassen. Das ist wirklich krank. Cranky crank. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist auch super. Habe ich auch zum ersten Mal beim Däniken gesehen. Das ist zwischen Indien und Sri Lanka. Und da gibt es eine Sage, eine Legende, dass der König Rama zwischen Indien und Sri Lanka eine Brücke bauen ließ. Mehr als 1 Million Jahre soll das her sein. Ich weiß jetzt nicht, woher die Datierung kommt. Vielleicht steht es so in der Legende drin oder müsste man sich jetzt mal besser mit reinlesen. Aber es ist interessant, dass man auf jeden Fall solche Rückstände hier findet. Und anscheinend können sich das auch Geologen nicht erklären, warum das da ist. Ich weiß nicht, ob die Strömung sowas eigentlich wegtragen würde oder sowas. Oder man hat es untersucht und hat gemerkt, dass es gemauert ist. Da bin ich jetzt überfragt. Aber auf jeden Fall ist es ein Ding. Sonst wäre das nicht bei so vielen Leuten aufgeploppt. Hier auch wieder was ganz Krasses. Ein 500.000 Jahre alten Sparkplug. Ist das eine Sicherung? Auf jeden Fall irgendwas elektrisches, elektrotechnisches. Und ja, also 500.000 Jahre, ich nehme auch an, wird mit Gesteinsschichten datiert. Aber ja, krass, wird auch wieder was Ausgefeiltes, was man gefunden hat. Und ja, das war jetzt, was ist jetzt mal von der Seite. Also ja, hey, super viele Dinge, die eigentlich das gängige Geschichtsbild zerbröckeln lassen. Zumindest für einen Menschen, der sich Sachen offen lassen kann. Und ja, auch nicht so arg am gängigen Geschichtsbild hängt. Man findet zu den meisten von diesen Funden eine offizielle Erklärung. Und wenn man sich die mal echt nüchtern durchliest, dann fühlt sich das eher so an, als versucht man mit den gängigen Mitteln und Theorien, sich irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, um das irgendwie reinzupassen. Das sind teilweise absurdeste Sachen und man stellt echt waghalsige Hypothesen auf. Hauptsache, man geht nicht darauf ein, dass sowas vielleicht das andere zum Wanken bringt. Ist Drawick. Hier auch was Cooles. Der Main Penny. Das ist ein Penny, der, glaube ich, ja, England zugeordnet wird, von der Symbolik her. Und den hat man gefunden unter einer Brücke hat man die gefunden? Nee, wo hat man das Ding gefunden? Auf jeden Fall hat man es in Amerika gefunden. Ich meine, das ist unter einer Brücke? Coin found. Also man hat ganz viele Native American, also amerikanische Ureinwohner, Artefakte gefunden und auch das war dabei in der gleichen Seite und es passt halt nicht rein, weil wenn man das dann irgendwie datiert, zum einen soll die Münze aus dem 12. Jahrhundert kommen und im 12., 11. Jahrhundert war eben halt noch keiner in Amerika drüben, offiziell, aber mittlerweile gibt es ja echt viele Funde, also auch ägyptische Funde da drüben, keltische Funde, dann auch Funde von Skeletten mit blonden Haaren und roten Haaren und sowas. Die Chachapoyas in Südamerika ist auch so ein Ding. Gibt es auch ganz interessante Nuovisu-Videos dazu. Kann ich nur empfehlen, sich die mal zu Gemüte zu führen. Jetzt gucken wir ganz kurz mal, bei was sind wir denn? Haja, passt doch. Ja, dann mal weg von den einzelnen Artefakten und zu Sachen, die man weltweit einfach findet. Und zwar geht es hier um Megalithe, also um große Steine.
Und die meisten, die sich mit der Thematik schon befasst haben, wissen, dass da einfach einiges Interessantes zu finden ist. Diese Wände hier oder diese Steine, die gehören zu Cusco in Peru. Und die sind einfach bekannt dafür. Die sind so passgenau gemacht. Also muss ich das hier mal angucken. Da ist sogar so ein kleiner Knicks mit eingebaut. Und man schafft es da nicht mal ein Stück Papier reinzumachen. Die Dinger sind komplett erdbebensicher. Auch dadurch, dass es halt nicht so gleichmäßig ist. Und da denkt man natürlich auch, das muss eine Hochkultur gewesen sein, auch mit hoher Technik, die es geschafft hat, die Dinger so herzustellen, dass sie so passgenau passen. Jetzt habe ich aber auch schon von anderen Seiten Theorien gehört, dass die Dinger hier alle gegossen wurden. Was auch wieder eine krasse Vorstellung ist. Also, wie konnten, also was hatten die damals für Verfahren, solche Sachen zu gießen, so aufeinander zu stecken, vor allem dann auch so ungleichmäßig. Es ist so oder so ein Out-of-Place-Fund, weil man kann sich es einfach nicht erklären. Und es ist unglaublich. Also, echt hier, guckt euch mal den kleinen Knick an. Zack. Und da unten macht es genau mit. Ja, und dann natürlich die Größe der Steine ist natürlich auch so ein Ding, wo man mal drüber reden muss. Der bekannteste Fund ist da natürlich der Megalith von Baalbek. Oder Monolith. Google, Google. Ganz schön korinthenkackerisch geworden hier. Stein der schwangeren Frau. Finden wir da ein schönes Bild von der Seite? Ja, das hier ist einfach nur krass. Zeig es mir an. Na gut, ich hoffe, ihr könnt das so schon sehen. Also es ist gigantisch, das Ding. Wie viele Meter sind das? Eins, zwei, drei, keine Ahnung. Über 10 Meter auf jeden Fall. Ich will gar nicht wissen, wie viel das Ding wiegt. Wie ist es da hingekommen? Wer hat das gemacht, bearbeitet? Vor allem, guck mal, man muss es, also es ist ja nicht so, dass das Ding irgendwo auf dem Felsen steht und kubusförmig gemacht ist, sondern es ist ja unten gekattet. Also es hat jemand aus dem Stein geschlagen. Bah, was geht ab? Das ist einfach viel zu krass. Das ist ja nicht nur der Stein, der größte von allen sein soll, sondern gibt es ja auch archäologische Funde. Das ist, glaube ich, irgendeine Struktur, vielleicht ein Tempel oder so. Und hier auch findet man da ein schönes Bild. Hier ist ein Mensch. Also da oben sind auch Steine mit ähnlichen Ausmaßen. Riesengroß. Und die sind oben drauf. Die sind oben drauf auf kleineren Steinen. Mein Gott, ich glaube, ich weiß gar nicht, mein mal zu gelesen zu haben, war vielleicht sogar beim Däniken. Ich weiß nicht, ob man heutzutage überhaupt die Technik hat, so einen Stein hochzuheben, ob es da so Schwerlastkrane überhaupt gibt. Also wenn, dann echt nur irgendwelche besonderen, weil das ist einfach riesig. Wie viele Tonnen muss das Ding wiegen? Ja, ihr seht, da bin ich echt mit Herzblut dabei. Das ist einfach nur Wahnsinn. Super interessant. Und auch krass, also wie exakt das Teil ist. Ihr seht es ja, also man kann es ungefähr ahnen. Da hat sich echt jemand Mühe gegeben. Wie will man das mit bloßer Hand aus dem Stein schlagen? Ach, krass. Kann man sich doch nicht erklären. Ah, und das hat man anscheinend noch einen Brocken gefunden. Ah, das ist die Anlage hier, genau. Was für Säulen. Coolie cool. Was haben wir noch hier? Das haben wir schon. Ah, nee. Hier gibt es auch noch einige Sachen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Funde in Kalkgestein oder in Granit oder auch in Kohle, die einfach nicht hingehören. Zum Beispiel Schrauben oder Besteck, Gabeln, Becher aus Zinn oder sowas, die man in Kohlefels findet. Also teilweise, keine Ahnung, 100 Meter unter der Erde. In Schichten, die Jahrmillionen Jahre alt sein sollen, nach gängiger Lehrmeinung. Allein schon, um Kohle entstehen zu lassen. Und dann findet man da auf einmal eine Gabel. So, muss auch geil sein, wenn du da unten so ein Steinbruch-Heini bist, der dann rumklopft und auf einmal kommt dir eine Gabel entgegen. Oder wo war es? Irgendwo hier? Ach, so eine Glocke. Auf einmal kommt dir hier eine wunderschöne Glocke entgegen. Einfach nur abgefahren. Das kann sich halt keiner erklären. Beziehungsweise in der gängigen Erklärungsmache nicht erklärbar. Nach dem Zillmer finde ich, ist sowas schon eher erklärbar. Man stellt sich jetzt vor, dass vor 2, 3, 4.000 Jahren echt eine hochentwickelte Kultur auf unserem Stand so gelebt hat. Und dann kam eine riesen Schlammflut, eine weltweite, die sowas einschließt und durch gewisse geologische Bedingungen sowas auch sofort erhärten lässt. Und die Hinweise darauf sind echt erdrückend. Also es gibt mehr Hinweise darauf, dass es zu solchen Kataklysmen kommt, wie ich in dem letzten Geologie-Video schon erwähnt habe, als für die gängige Lehrmeinung. Allein schon wegen solchen Funden. Makes you think. Hier auch wieder was, was man irgendwo gefunden hat. Da ist wieder der London Hammer. Was haben wir hier noch? Ja, irgendwie, na gut, der blaue Stein.
Wer weiß. Ja, solche Funde sind natürlich gefundenes Fressen für die Präastronautiker. Da vermutet man natürlich technische Devices zur Astronautenreise. Wie heißt es denn verdammt nochmal? Zur Weltraumfahrt, genau. Und ja, also ich habe mich von dieser ganzen Alien-Narrativ distanziert. Zumindest von der Vorstellung davon, dass wir hier eine fliegende Kugel sind, die irgendwie durchs Weltraum eiert und ja, und man kann irgendwie zu anderen Sternen fliegen. Ich bin jetzt kein Flachherd, glaube ich, bin auch kein Globalist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, wie unsere Erde aussieht. Beziehungsweise es könnte auch irgendeine Form sein, die für uns komplett unwichtig ist. Beziehungsweise für mich ist es unwichtig. Ich lebe hier auf der Erde und jo, und hier mache ich mein Leben. Ob mich jetzt, ich mich interessiert es nicht, ob ich zu einem anderen Planeten kann oder nicht. Zumindest noch nicht. Wir haben hier genug Probleme, um die wir uns zu kümmern haben. Mal davon abgesehen, dass auch diese ganze Weltraum, naja, ist nichts dran. Nichtsdestotrotz, interessant. Und es kann einfach sein, es muss ja nichts mit Alien zu tun haben oder mit Raumfahrt. Es kann ja trotzdem irgendwas Technisches sein. Wer weiß, Kopfhörer oder irgendwas, um besser zu hören. I don't know. Das Ding hier ist mir auch schon öfters über den Weg gerollt. Eine Disk, eine Scheibe aus Metall, 27 cm Durchmesser, also gar nicht so groß. Und ja, die hat halt sehr viel Detail. Da geht es, glaube ich, auch um das embryonale Entwicklungsstadium. Und hier steht drin, dass es da auch Details gibt, die man nur mit einem Mikroskopen, mit einem Mikroskop erkennen kann. Aber das sieht jetzt für mich ehrlich gesagt ziemlich grob aus. Da müsste man nochmal nachforschen, ob dem auch wirklich so ist. Nichtsdestotrotz interessant. Ich habe das auch meiner Frau gezeigt, die hat gemeint, naja, sie kann sich das jetzt auch so vorstellen, dass man damals vielleicht durch Obduktionen oder durch auch Abtreibungen oder Abgänge, Fehlgeburten, dass man sich schon ausmalen könnte, wie so Embryonen aussehen. Könnte möglich sein. Muss man sich auch immer wieder kritisch hinterfragen, ob man sich da nicht zu weit reinlädt und ob sowas auch ganz einfach erklärbar ist. Aber an sich schon ein sehr interessanter Fund. Vor allem, dass man sowas dann festhält. Vielleicht für Unterrichtszwecke. Kann sein. Jo, dann neigen wir uns so langsam auch dem Ende zu. Und da habe ich noch zwei ganz besondere Sachen, beziehungsweise zwei ganz besondere Bereiche. Und zwar geht es ja einmal um den Mr. Michael Tellinger. Ein wunderbar sympathischer Kerl. Ich habe mir auch schon vor Ewigkeiten, habe ich dem seine Videos auf YouTube angeguckt. Hey, der ist einfach, also irgendwie vom Feeling her einem ganz nah am Herzen dran. Das ist ein südafrikanischer Forscher. Ich weiß gar nicht, ob er ein akademischer Forscher ist oder Hobby. Und ja, der hat mehrere Dinge gefunden. Und ich habe ein Video mit ihm gesehen, damals mit diesem Riesenfußabdruck hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau erkennen kann. Versuchen ein bisschen zu zoomen. Na, das macht das Bild nicht mit. Naja, kann sich jeder mal angucken. Also Südafrika, Riesenfußabdruck und Michael Tellinger eingeben. Michael Tellinger. Dann findet man was auf jeden Fall dazu. Das ist ein Riesenfußabdruck, der ist über 1 Meter groß und halt ein Hinweis auf Riesen. Und das Riesen-Nephilim-Thema ist ja auch so ein Ding. Und also ich habe mittlerweile genug gesehen und gelesen, um mir echt vorstellen zu können, dass so Riesenmenschen existiert haben. Also für mich eigentlich sehr, sehr möglich. Sehr, sehr viel möglicher als Evolutionstheorie oder andere Schnickschnack. Naja, das Ding wird auch in Abrede gestellt und wird als Fake dargestellt, aber ja, es wurde von ihm untersucht und er meint, also die Vertiefungen hier hinten und auch am großen C oder so, das muss natürlich entstanden sein. Und was natürlich hier auch interessant ist, dass das Ding jetzt auf einmal senkrecht ist. Also der Typ ist natürlich nicht die Wand hochgelaufen, das war wahrscheinlich irgendwann mal ebenerdig und hat sich's auch gehoben. Aber auch hier muss ich wieder an den Zimmer erinnern, der meint, wenn jetzt auf der Oberfläche Schlamm ist und dann dappt irgendjemand rein, kann auch ein Riese gewesen sein. Und es bleibt da einfach liegen. Das ist ja nicht so nach gängiger Theorie, dass das jetzt Jahrmillionen da liegen bleibt und dann einfach versteinert. Beim nächsten Regen ist es weg oder bei der nächsten Erosion, beim nächsten Mal, wenn jemand drüber läuft. Also ist sehr viel wahrscheinlicher, dass jemand da reintritt und kurz danach irgendwas passiert, dass sowas dann versteinert. Muss man sich auch mal überlegen. Also sowas, was an der Oberfläche bleibt, das bleibt nicht so. Ich meine, man weiß es ja selber, wenn jemand viel spazieren geht draußen bei Wind und Wetter, du machst einen Fußabdruck hin irgendwo am Wald, gehst die nächsten Tage oder nächsten Wochen dran vorbei. Bei gutem Wetter kann das vielleicht 2, 3 Wochen halten, aber wenn mal wieder Regen ist oder so oder ja, ein Trecker drüber fährt, dann ist vorbei. Genau. Und dieser Michael Tellinger hat noch viel, viel mehr interessante Funde gemacht. Unter anderem auch diese Gebilde hier. Es soll anscheinend von diesen Teilen hier in Südafrika Hunderttausende geben.
Also der hat mit Google Earth versucht, eine Hochrechnung zu machen. Also hat es praktisch ein Gebiet mit den Dingern gezählt, hat das dann ausgeweitet. Und ja, Hunderttausende, wenn nicht sogar, dass es in die Millionen geht. Und ja, die offizielle Geschichte ist, dass das alte Häuser sind von ja, Kuhhirten oder den ersten Hirten aus der Jung- oder Altsteinzeit. Und ja, schön und gut, ich meine, das kann ja wirklich eine Erklärung sein. Aber Hunderttausende? Also das passt mit dem gängigen Narrativ schon nicht überein. Da machen sie sich halt einfach auch keine Gedanken, was sie den Leuten erzählen. Und ja, der Michael Tellinger hat da ein bisschen geforscht und hat herausgefunden, dass es geschlossene Strukturen waren. Also man sieht ja zwar, dass die Mauer eingebrochen ist, aber es gibt auch welche, da ist die Mauer noch durchgehend. Also das waren nie und nimmer Häuser. Und auch die Aufteilung hier drin, das macht alles gar keinen Sinn. Und er hat auch festgestellt, dass das GPS teilweise in den Dingern nicht funktioniert. Also da geht es um elektromagnetische Phänomene. Und ich meine auch, dass er mal die Theorie aufgestellt hat, dass diese Strukturen die Klangbilder sind der Schumann-Frequenz, die genau an der Stelle herrschen. Und das ist halt super interessant. Ich meine, es sieht aus, ich meine, wer das kennt, so Sand auf so schwingenden Oberflächen, wenn man die mit gewissen Tönen beschallt, das sieht tatsächlich so aus. Es geht in die Richtung. Und die Dinger sind halt riesengroß über ganz Südafrika verteilt und echt, wer hat es gemacht? Also da gibt's, kann ich mir jetzt auch echt nur Hochkultur vorstellen. Das ist schon abgefahren. Ja, und der Michael Tellinger hat auch in der Nähe von diesen Dingen Ausgrabungen gemacht, dann hat man komische Steine gefunden. Ich finde ich jetzt leider gerade hier keine Bilder dazu. Das sind aus wie ganz normale Steine. So ein bisschen in Fußform, also das sind jetzt keine Fußabdrücke, aber so ein bisschen, wie sagt man, trapezförmig. Und die haben reine Töne. Also wenn man die anschlägt, dann macht es Bong, wie eine Glocke. Da hat er mehrere Funde gemacht, auch immer mit auf seine Vorträge genommen. Und irgendwann mal kam es bei einem Flughafen zu einem Vorfall. Da hat ihn nämlich die Flugsicherheitsbehörde rausgezogen und hat gedacht, er hat eine Bombe dabei, weil der Stein einfach elektromagnetisch gestrahlt hat oder die Geräte gestört hat. Und ja, und das war ihm vorher auch nicht bekannt. Das ist erst dann rausgekommen, hat man das untersucht. Und ja, da gibt es anscheinend schon elektromagnetische Phänomene. Crazy. Crazy, crazy. Was ging da ab? Auch hier interessant, dass die ganzen Dinger noch über der Erde drüber sind. Wenn man jetzt ja mal nach den Mattflattern geht oder auch also Sintflut, Schlammflutmäßig, ist es anscheinend hier nicht so drüber gegangen. Oder das waren riesengroße Türme oder so und es ist halt noch die Spitze. Wie es bei vielen Mattflattgebäuden ja der Fall zu sein scheint. Genau. Und abschließend möchte ich mit Hans-Joachim Zimmer. Ich werde langsam so ein kleiner Hans-Joachim Zimmer-Fanboy. Der hat einfach wunderbare Bücher geschrieben, die echt auch für einen Laien das Geologie-Thema näher bringen. Und vor allem ist er einfach auch Hardcore-Wissenschaftler. Wirklich, der will Fakten und lässt sich einfach auch nicht von irgendwelchen kleinen, auch wenn er echt brennt für seine Thematik, lässt sich nicht gleich überzeugen, sondern ja, setzt sich mit der Thematik auseinander. Und ja, hier geht es um einen Trail, um einen Dinosaur-Trail, also Fußspuren, die gefunden wurden in der Nähe von Arizona, Tuba City. Und das Interessante dabei ist zum einen wieder die Tatsache, dass es an der Oberfläche versteinerte Spuren gibt und man sich nicht vorstellen kann, wie das passieren kann, weil wie gesagt, ich wiederhole mich, normalerweise sind solche Spuren nach kurzer Zeit weg und die sollen offiziell nach Jahrmillionen da sein. Aber hier kommt dazu, dass es in den gleichen Gesteinsformationen auch Menschenspuren gibt. Tada! Und das ist natürlich jetzt völlig unvorstellbar, dass das irgendwie vor Jahrmillionen weich war, der Dinosaurier reindappt, dann ist es, braucht es Jahrmillionen, bis es sich verhärtet, dann wird es wieder weich, ein Mensch stoppt rein und dann wird es wieder hart. Also, nee, scheidet irgendwie aus. Ist ein Hinweis darauf, dass Dinosaurier und Menschen zur gleichen Zeit gelebt haben. Und das ist auch mittlerweile, ehrlich gesagt, immer wieder das, was ich glaube. Nicht nur, dass es die ganzen Geschichten von Drachen und Würmern und Würmern gibt, überall auf der Welt, egal wo man hinguckt, sondern es gibt tatsächlich auch Bilder. Und ich weiß nicht, ob das Fake ist oder nicht. Ich muss es gerade, ach, das finde ich jetzt nicht. Ich bin da in Telegram so einem Mudflood-Channel drin und da gibt es Bilder aus dem 19. Jahrhundert, also 1850 rum. Da sieht man in Amerika so ein paar Farmer, die einen Pterodactylus geschossen haben und den so hochhalten. Also einen Flugsaurier. Kurz mal gucken. Pterodactylus. Ja, das ist so ein Vieh hier. Und es war schon groß, also. Größer als so ein Adler auf jeden Fall. 2, 3 Meter Flügelspannweite hat der gehabt. Und es waren halt Bilder, also das sah schon ziemlich echt aus. Und wer weiß, ich meine,
In Amerika ist ja das Smithsonian Institut sehr bestrebt daran, diese ganzen Sachen runterzubuttern. Also egal, ob es Riesenfunde sind oder Dinosaurierfunde, die haben immer ihren Finger irgendwie mit drauf. Genau, ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich meine, man könnte ewig weitermachen. Es gibt wirklich, ich glaube, jeder Kontinent hat eigentlich seine Out-of-Place-Artefakte. Und wenn man das eigentlich genau nimmt, ist eigentlich die gängige Lehrmeinung und die gängige Interpretation Out-of-Place fehl am Platz. Weil sobald man da mal raus ist, also es fühlt sich echt an, als wäre das ein Raum, den man verlässt. Und dann betrachtet man dieses Theoriengebilde, Hypothesengebilde mal von außen und merkt man eigentlich, wie lächerlich das ist in vielen Dingen. Ich meine, es hat so viele Ansätze und Wissenschaft ist so wichtig, auch Datierungsmethoden sind wichtig, aber dann braucht man genaue, verlässliche. Und ja, man muss das auch wissenschaftlich machen, nicht aufeinander abeichen. Und wenn eine irgendwie einen Fehler hat, dann sind alle automatisch falsch. Und auch nach Jahrzehnten, obwohl es schon Hinweise gibt, dass es falsch ist, immer noch drauf beharren. Also das ist einfach, ja, da merkt man einfach, dass da ein Interesse dahinter ist. Interesse dahinter, aus Wissenschaft eine Religion zu machen und die Leute einfach nur zum Glauben zu zwingen. Und ja, deswegen auch der Aufruf an euch. Das ist ein super spannendes Thema. Ich werde die ganzen Links zu den Seiten in die Beschreibung reinpacken. Guckt euch selber damit auseinander. Das ist, setzt euch selber damit auseinander. Das ist wirklich wie ein Krimi. Und ja, vielleicht spornt euch auch das eine oder andere Ding dazu an, selber zu forschen. Hier in Deutschland gibt es ja auch genug Out-of-Place-Artefakte. Der Frank Stoner hat da ein paar interessante Sachen gemacht. Also die Himmelscheibe von Nebra oder die Goldhüte da in Sachsen oder auch viele keltische Funde. Dann nach Gernot L. Geise, die Keltenschanzen zum Beispiel. Es gibt so viele interessante Sachen, Leute. Also unsere Welt ist weder komplett erkundet, noch komplett erklärt, noch komplett erklärbar. Es ist ein Abenteuer, hier zu leben. Wirklich, es ist echt ein Abenteuer. Und solange die Leute immer wieder glauben, dass alles schon erklärt ist, dann wird alles langweilig und trist und man ist halt der perfekte Konsument und Arbeitersklave. Aber dem ist nicht so und deswegen, ja, lasst euch ein bisschen anregen und ja, schaut euch die Sachen selber an, gell? Ich hoffe, es hat diesmal ein bisschen mehr Spaß gemacht als die letzten Videos und ja, bleibt dabei. Andere Videos folgen, auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen Pause dazwischen ist, gell? Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Zeichen drängen sich dir auf. Alle Menschen suchen den Weg hinaus. Es kommt darauf an, was du glaubst. Entwicklung nimmt immer ihren Lauf, ihren Lauf.